Servus Leute, neues Video auf YouTube. Ich bin der Jonas. Wunderschönes Wetter, aber auch affenheiß. Ich sitze nach 2 Wochen endlich mal wieder auf dem Rad. Vielleicht hört man es noch. Ich bin immer noch irgendwie heißer und ein bisschen erkältet. Bin jetzt aber 2 Wochen nicht Rad gefahren. Also seit wir am Reschen waren, bin ich nicht mehr auf dem Rad gesessen. Heute jetzt das erste Mal wieder kleine After-Work-Runde in Heidelberg. Und ich habe richtig Bock. Es ist ziemlich warm und ich habe wenig zu trinken dabei. Vielleicht nicht die optimalen Bedingungen, aber egal, geht schon klar. Ganz chillige Runde. Ich nehme euch mit der GoPro, zeige euch mal ein bisschen was von hier. Und ja, wird nicht super schnell sein. Wie gesagt, ich bin jetzt echt 2 Wochen gar nicht gefahren und habe nichts gemacht, was Sport betrifft. Bin immer noch nicht gesund. Ich weiß nicht, was es ist. Ob es noch Nachwirkungen von meinem zweiten Mal Corona mittlerweile sind oder ob ich einfach nur eine Erkältung verschleppt habe und es sich jetzt halt so lang zieht. Ich kann es euch nicht sagen. Nervt mich ziemlich, kotzt mich ziemlich an. Ich hoffe, ich bin dann am Reschen zum Rennen fit. Da habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Aber ich würde sagen, jetzt geht's los mit dem Video. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß und würde sagen, wir starten rein in die Trails. Ich sag's euch, es ist der pure Sandkasten. Viel Spaß, let's go! So, war der erste Abfall nach 2 Wochen. Ich bin in Heidelberg, wie ich im Intro ja schon gesagt habe. Und gucken wir mal, was das hier für ein Sandkasten ist. Es ist unglaublich trocken. Ich war erstmal hier offiziell, ich weiß schon gar nicht mehr, wie er heißt, Tannenzäpfle. Ja, Mann. Oh mein Gott, das ist ganz schön lang her, seitdem ich das letzte Mal hier war. Aber ganz geil bis jetzt. Ultra slippery und ultra ungewohnt. Geht eigentlich klar, aber es ist echt ultra rutschig. Da fahren wir mal dran vorbei. Alter, ist es rutschig. Kompletter Sandkasten. Ha, Scheiße. Guckt euch das an. Ja, ey, das ist ja krank. Also Freunde, weiter geht's. Aber das ist hier wirklich... Guckt es euch an. Also, ich weiß nicht, ob es mal uns auf der GoPro so sieht, aber es ist wirklich komplett rutschig. Mein Rad knackt auch gut. Das braucht mal wieder ein bisschen Liebe. Seit dem Reschen ist da nichts mehr dran passiert. Und wieder hoch. So Freunde, weiter geht's. Nächster Track. Ach du Scheiße. Boah, ich glaube, da gibt's eine neue Strecke. Gucken, ob das hier tauglich ist. Nee, okay. Kaputt. Oh
bin immer ein bisschen konzentriert, ein bisschen gescheit fahren hier. Für euch, wenn ich hier die GoPro schon mal dabei habe, kann man das ja schon mal machen. Über den Weg gepusht hier. Inside. Ja. Juhu. Vorderrad kurz im Urlaub. Also es ist schon wirklich sehr Sandkasten hier. Und irgendwie auch nichts grün, alles tot. Aber bei den Temperaturen in letzter Zeit eigentlich echt kein Wunder. Wow. So, nächster Trail. Hier wird ein bisschen technischer. Gut den Flow hier mitnehmen. Das war keine gute Line. Rüber da hoch anfahren. Ja, jetzt wird es dunkel. Bei Feierabendrunden immer perfekt hier. Aber diesmal mein Hinterrad im Urlaub. Ich hoffe, ihr seht was. Ah, Angst um meine Carbonfelgen. Juhu! Aber Kaschko regelt. Oh, fast gegen Stein gefahren. Treten. Jetzt wird's loose da unten. Ja, sag ich doch. Na. Boah, es ist ausgebombt. Hilfe. So, nächster Trail. Wird gut technisch. Okay. Boah, das ist los hier. Und zeige ich euch gleich. So, hoch anfahren die Kurve. Alter. Out of control. Und nicht eingeklickt. Juhu. Jetzt bin ich wieder im Klickpedal. Sorry, das musste sein. Da hat es mein Schaltwerk erwischt. Alter Freunde. Gonna be loose. Loose riding. Highline. Und dann geht's hier über den Stein. Alter Freunde, loser run hier. Wow. So Freunde, und schon geht's weiter. Jetzt in meinem eigentlichen Trail. Wow, ich sehe gar nichts. Perfekt. Inside. Drüber. Oh, ha, geil. So, hier geht's gleich weiter. Enge Kurven. Schön versuchen außen zu fahren. Steine. Boah.
kurz gestanden. So, jetzt wird's geil. Untechnisch. Oh Gott, voll verfahren. Bisschen weggerutscht. Rutschig. Und es geht da lang. Fuck. Jo Leute, das war's von dem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen, wie immer. Wenn ja, dann lasst mal ein Abo und ein Like da. Würde mich übelst freuen, damit ich weiter coole Videos für euch machen kann. Vielen Dank euch. Und wir sehen uns hoffentlich nächsten Sonntag wieder zum nächsten Video auf meinem Kanal. Und bis dahin, macht's gut, viel Spaß beim Radfahren, haut rein, ciao.